Moin Moin YouTube und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Demonologist. Ich bin solo unterwegs, bin im Abandoned House auf dem Schwierigkeitsgrad Mitte und heute ist Challenge Time. Mehr dazu aber nach dem Intro. Viel Spaß! Herzlich willkommen! Wie gerade schon kurz angesprochen, wir machen eine Challenge. Ich werde heute nur die Kerze reinnehmen, also keine Taschenlampe. Das heißt, ich equippe mich ganz normal mit einem Pipapo, nehme aber Taschenlampe und Thermometer mit. So, und bin mal gespannt, wie das dann läuft. Also wir zocken auf Mitte. Wir sind, wie gesagt, im Abandoned House. Wir haben hier Gerald Boone. Also die Kerze auspusten, das passt ja schon mal gut. Die Silhouette finden und tote Ratten in den Kessel werfen. Aber mal gucken, ob wir so weit überhaupt kommen. Weil dadurch, dass ich die Taschenlampe nicht habe, kann ich natürlich jetzt auch nicht permanent mit dem EMF rumlaufen. Das heißt, wir werden auch viel im Dunkeln unterwegs sein. Insofern das Licht nicht angeht. Und ja, wir müssen es jetzt auf unser Gehör verlassen. Wobei, wenn ich das so sehe, die Kerze bringt jetzt herzlich wenig. Wird schon ziemlich dunkel. Okay. Ich weiß noch nicht, ob ich mir das gut überlegt habe. Okay, hier haben wir so eine Schüssel. Thermometer sagt 10 Grad. EMF sagt 0. So, jetzt irgendwie wieder nach oben kommen. Okay. Ja, das wird wirklich anstrengend. Also ich bin mal gespannt, ob wir den Exorzismus schaffen. Oder ob das vielleicht doch eine Nummer zu hart ist. Tatsächlich dann. Wir werden sehen. Junge, ist das dunkel. Okay. Gut, hier haben wir schon mal kein Licht mehr. Wir kämpfen uns jetzt mal hier in die Werkstatt vor. Ich stelle die Kerze hier mal hin. 120 Grad. Where are you? Show yourself. Ich glaube, der einzige Vorteil, den ich von der Kerze tatsächlich dann habe, ist, dass die Sanity nicht so ultra schnell nach unten geht. Gut, in der Challenge ist jetzt natürlich nicht inkludiert, dass ich jetzt komplett auf alles verzichte hier. Also wenn Licht angeht, dann versuche ich das schon zu machen, aber ich glaube, das ist trotzdem schwer genug. So, hier hinten ist es sehr warm. 20 Grad. Nichts passiert. Hier mal auch 20 Grad. Nichts ist los. Ich laufe jetzt einfach nochmal mit dem Thermometer hier durchs Haus. Hier sind wir bei 15 Grad, aber das ist alles noch okay. Ist das dunkel? Okay, der Stuhl ist weg. Habe ich jetzt nicht gesehen. Okay, so. Wohnzimmer. Oh. Oh, Drop auf 10 Grad. Gucken, hier vorne. Ja, sind wir bei 25. Das heißt, er wird hier sein. Okay. Wir lassen das EMF-Gerät hier. Ich glaube, die Kerze lasse ich auch mal hier stehen. Hat natürlich den Vorteil, dass ich mich jetzt komplett voll equippen kann im Zelt. Also, das nehme ich mal mit. Ich bin mal gespannt, was das jetzt mit meiner Sanity gemacht hat. Weil eigentlich, laut meinem Kenntnisstand ist es so, dass man mit der Kerze auch in dunklen Räumen keine Sanity verliert, solange man die in der Hand hält. Ja, und hält sich tatsächlich in Grenzen. 15% für einmal durchs Haus ist wie sonst normal mit der Taschenlampe auch. So. Okay, wir nehmen das Ektoplasma-Glas mit.
stellen jetzt erstmal das ESG und die Staffelei noch auf. Und dann schauen wir mal, was das wird. Gut. Wenn euch diese Art Videos interessiert, schreibt mir gerne in die Kommentare, was soll die nächste Challenge sein. Also ich habe jetzt am letzten schon gelesen und das werde ich auch umsetzen. Macht doch bitte bis zur ersten Jagd keine Sanity-Pillen. Also, damit man auf jeden Fall eine Jagdprobe-Run hat. Ich glaube, wir werden in dem hier auch zu einer Jagd kommen. Da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Ja, müssen jetzt einfach gucken, was das wird. Ich wäre schon froh, wenn ich überlebe. Okay, also. Okay, also Ektoplasma haben wir hier jetzt nicht. Könnte ich auch nochmal gucken. Ist er wirklich. Ja, also doch, 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 doch. Das ist schon. Ist schon Geisterraum. Muss man einfach so sagen. Ja. Ah, hier darf ich Lichter machen. Sehr schön. Gut. Where are you? Show yourself. Manifest. Ja, ESG. Ich habe ihn nicht gesehen, aber man hat es ganz deutlich gehört. Okay. Na, drei. Ein Vierer. Okay. Okay, jetzt will er es wissen. Jetzt will er es wissen. Gut. ESG lief schon mal sehr gut. Hab mir auch gleich wieder eine kleine Gänsehaut beschert. Also. Ah, ich liebe das. Also das macht das Spiel echt aus. Das auch nach dem gefühlt 100. Mal mit eigentlich erwartbaren Sachen es immer noch eine Gänsehaut gibt. Wir sind jetzt bei 75%. Das heißt, ich werde noch einmal mit UV mit dem und Kruzifix sollte ich vielleicht auch einfach mal mitnehmen. So, es kann aber jetzt auch noch alles sein. Also wir gucken mal. Wir gucken mal, was er uns noch anbietet jetzt. EMF auf 4. Ektoplasma würde ich fast ausschließen. Sprechen wir erstmal mit der Geisterbox. Where are you? Are you here? Can you talk? Please draw a picture. Are you here? EMF 3. Turn off the light. Oh. Ich hab eigentlich damit gerechnet. Das ist doch scheiße. Mann, ey. Okay, ESG ist aber wirklich sehr aktiv. Was macht das Thermometer? Geschmeidige 5 Grad. Are you here? Where are you? Oh, auch so laute Sachen zu machen. Ist aber auch nur ein Dreier. Gucken wir jetzt nochmal nach Ektoplasmaflecken. Vielleicht können wir es auch verbinden, dass wir jetzt hier uns hier Jagd antun und dann haben wir gleich alles zusammen. Alle Challenges zusammen. Wäre ja sonst auch zu einfach und. Scheiße. Okay. Come on. Ich möchte mich übrigens auch dafür entschuldigen, dass jetzt am Sonntag kein Video kam und theoretisch wäre ja heute auch Ghost Exile. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, das kommt gerade nicht so gut an. Schreibt mir doch bitte mal in die Kommentare. Habt ihr noch Bock auf Ghost Exile? Wollt ihr das Game weiterhin sehen? Das hat ja auch einen gewissen Spannungsfaktor und einiges zu bieten. Oh, er hat auf jeden Fall schon mal die Kerze ausgepustet. Ja. Draw a picture. Welche Tür, wo? Er hat eine Tür geöffnet.
Und die ist ja fast noch besser als die Kerze. Halleluja. Kann es sein, dass das oben war? Warst du etwa oben und hast die Tür aufgemacht? Vielleicht. Ich wüsste nicht, wo sonst. Die Jagd hat da nicht gestartet. Die ist noch... Okay. Gut. Please draw a picture. Jetzt auch immer noch ein Dreier, nur ein Vierer. Also, ich glaube, mit EMF kriegen wir hier nicht mehr rausgezuckelt. So, wo sind wir? 5 Grad. Are you here? Where are you? Can you talk? Turn off the light. Draw a picture. Please draw a picture. Er bietet mir gerade nicht so viel an. Ich bin froh, dass ich den einen Jumpscare schon weg habe. Ich gehe auch mal hier durch die Küche nochmal. Okay. War aber gut, dass ich kein Licht an habe. Dadurch habe ich es erst gar nicht gesehen. Tja. Was soll ich sagen? Ne? Aber ESG sehe ich hier nicht. Ich hoffe, ihr seht das auch so. Ah, nur ein Vierer. Eindeutig nur ein Vierer. Uiuiuiui. So, was macht das Thermometer? Wir sind immer noch drüber. Oh. Where are you? Can you talk? Please draw a picture. Was war das? Es hörte sich nicht gesund an. Nee. Where are you? Draw a picture. Ja, ich merke das schon. Das ist alles nicht viel, was du hier gibst. Where are you? Draw a picture. No one will find you. Okay, super. Du möchtest mich ja so finden. Gut. Erfunden. Dann zeig auch mal was. Mal ein Bild. Mach irgendwas Cooles. Er ist ein ziemlicher Lappengeist. So. Draw a picture. Where are you? Are you here? Can you talk? Talk to me. Where are you? Okay. Das war eindeutig. Ah, und wir können eindeutig auf jeden Fall die Fingis rausstreichen. So. Das machen wir mal schnell. Kein Fingerabdruck. Ich gehe auch so weit, dass ich sage, es ist kein EMF. Und Ektoplasmaflecken habe ich auch nicht gesehen. Dann kann es noch der Iblis sein. Was müsste der denn haben? Staffelei und... Na, Geisterbox.
Oh Mann, ey. Scheiße. Okay. Come on. Come on. Draw a picture. Grad. Jetzt wird es hier aber wild. Komm. Please draw a picture. Please draw a picture. Where are you? Can you talk? Where are you? Can you talk? Where are you? Are you here? Talk to me. Where are you? Talk to me. Are you here? Jo, ist doch gut. Schicke Schädel. Schicke Schädel. Okay. Ist auf jeden Fall schon wieder hier. Ja, er will mir schön die Events reinjuchten. Ne? Ohne Wenn und Aber. Aber er gibt mir nichts weiter. Okay. Okay. Gut. Da hatten wir die Jagd. Jetzt sollte ich zusehen, dass ich schnellstens rauskomme. Mir nochmal ein Paket oder zwei Pillen reinjuchte. Und zusehe, dass ich hier das nächste Ding kriege. Kann ja nicht sein. 17 Minuten. Ein Beweis. Zieht er fast gar nichts. Komm, jetzt biet mir gleich mal was an. Gucken, was die Sanity macht. Ja, 27. Haben wir eigentlich für tägliche Aufgaben. Im schwierigen Modus töte den Geist mit der Salzkanone. Okay, dafür müssen wir Hospital, ein solides Foto. Mhm. Erstmal nehme ich Pain. So. Gut, wir sind wieder bei 80. Jetzt muss aber was passieren hier. Ich weiß nicht, gibt es Geister, die Taschenlampe brauchen, damit die interagieren? Das ist ja Quatsch. Das wäre Quatsch. So, pass mal auf. Wir schnappen uns das Ding mal. Wir machen einfach vorsichtshalber das zu. Gut. Wir machen auch vorsichtshalber hier hinten alles zu. Er hat mich schon sehr, sehr gezielt gejagt. Habe ich hier gerade eine Tür gehört? Nein. Okay. Gut. Er hört. So. Auch nach der Jagd sind wir immer noch fernab von der Gefriertemperatur. Are you here? Where are you? Can you talk? Nee, sorry, aber das kann nicht sein.
Geisterbox ist raus. Was ist so? Hat schon wieder irgendwas gemacht. Junge. Oh, Mann. Oh, jetzt reicht's aber hier. Hör auf mit dem Scheiß. Alter. Zweimal dieses miese Kack-Event? Ist das dein Ernst? Sorry, aber ne. Tja, wieder nur ein Vierer. Wieder nur ein Vierer. So kommen wir hier nicht zurande. So kommen wir hier nicht zurande. Gib mir Freezing mal irgendwas. Kann doch nicht sein. Da vielleicht so besser. Magst du da lieber malen? Schauen wir nochmal. Aber die leuchten eigentlich und ohne Taschenlampe müsste das ja alles noch mehr leuchten. Also, wenn ich hier irgendwo jetzt wirklich Ektoplasmaflecken übersehen habe, dann weiß ich auch nicht mehr weiter. Okay, gut. Ja. Das ist ein solider Zweier. Solider Zweier. Drop auf fast 10 bis 5 Grad. Okay. Es kann nicht sein, dass das raus ist. Aber es sind keine Fingerabdrücke. Es ist kein. Was ist, wenn es EMF5 ist? Kannst du dann. Gin, 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 gin. Wenn wir den Juri haben. Ich weiß es nicht. Oh Mann, ey. Pass mal auf, ich nehme einfach den Gin. Ich nehme einfach den Gin. Ich will jetzt hier noch was schaffen. So. Also. Silhouette finden. Nehmen wir mal die Kerze mit. Dann gehen wir damit mal in den Keller. Also die Silhouette finde ich natürlich spannend. Okay. Wo bin ich? Ist die Fee? Scheiße. Okay. Was heißt denn die Richtung? Müsste ich eigentlich ja wieder hochkommen. Okay. Gut, hier war die Silhouette nichts. In der Küche war sie nicht, im Wohnzimmer war sie nicht. Dann hoffe ich einfach mal, dass sie vielleicht jetzt hier ist. Okay, aber hier haben wir eine Ratte. Auch schon mal gut zu wissen. Hier ist auch eine Ratte. Zwei Ratten. Oh, Gott sei Dank mal wieder Licht.
Okay. Hier nicht. Ah. Ist sie mich verschaukelt? Wird die auch mal hier sein? Hier? Wo ist die Silhouette? Okay, also das ist wirklich hart. Das ist wirklich hart, sage ich euch. Keine Silhouette. Ich habe ja nicht mal den Topf gefunden bisher. Ich weiß nicht, kann sie inzwischen auch oben sein? Okay, hier haben wir den Topf. Echt jetzt? So. Dann. Bin ich. Verdammt. Axt. Ach, da ist die Kerze. Okay. Da, das heißt, ich muss hier lang. Ich sehe nichts. Nada, niente, nichts. Gut. Jetzt schnell hier lang. Dann hier, dann hole ich mir meine Kerze wieder. Die darf er jetzt bitte einmal auspusten. Währenddessen er das hoffentlich macht, werde ich mir nochmal Sanity Pain reinknüppeln. Ich bin echt so gespannt, ob das passt. Oder ob der doch irgendwo Fingerabdrücke hinterlassen hat. Oh Mann, ey. Also das ist schon mal eine richtig miese Nummer hier. Eine richtig miese Nummer. Ich entschuldige mich jetzt schon mal für die leichte Überlänge. Ja. So. Ah, Kerze ausgepustet. Das heißt, wir dürfen uns direkt mit den Fingern beschäftigen. So. Also eigentlich dürfte ich das hier jetzt nicht mehr brauchen. Ich werde jetzt einfach ohne Kerze durchgehen. Auch wenn ich nichts sehe, immerhin leuchten die Finger dann schön. Dann kann ich immer gleich zwei Stück auf einmal nehmen. Die schmeiße ich mir vor die Treppe. Und dann ziehen wir es durch. Dann haben wir immerhin den Exorzismus geschafft. Und wenn ich dann noch mit dem Geist recht habe, boah, dann sollte ich heute noch Lotto spielen. So. Okay. Ja, den sieht man gut. Den sieht man gut. Get out of here. Ja, die Schnute. Ich würde dich erstmal austreiben, Kollege. Und dann gehe ich ja raus. Aus dem Dings. Ja. Da ist nichts. Da ist nichts. So, ich bin ja froh, dass das Licht hier noch leuchtet. Ich sehe nichts. Okay, warte. So, dann hier die Richtung. Ja, das ist gut. Das ist gut. Umdrehen. Die Kerze lasse ich mir so ein bisschen als Indikator hier stehen. So. Oh, oh. Geht's ab in die Werkstatt? Bin ich jetzt in der Werkstatt? Scheiße. Oh, ich brauche doch das Licht.
Finger. Jo, alles klar. Ich bin ja eigentlich froh, dass ich gar nicht so viel sehe. Einige Jumpscares verpasst man dadurch tatsächlich. Weil die wirklich darauf abzielen, dass man sie sieht. Also, was? Ich hätte es ja nicht für möglich gehalten. Boah, okay. Hier ist keiner. Da ist einer. Zack, alle beisammen. Sehr geil. Und jetzt im Dunkeln die Treppe runter. Da komme ich doch im Leben nicht wieder hoch. Ich glaube, ich muss tatsächlich die Kerze nochmal holen. Die muss ich mir so ein bisschen als Wegpunkt unten aufstellen. Bitte. Wo bin ich? Da, da. Okay, das heißt, ich muss da. Da hinten sehe ich so ein bisschen eine Lampe leuchten. Okay. So. Kerze mitgenommen. So. Okay. Laufe ich jetzt nach oben? Ja. Ich muss es tun. Tut mir leid. So. So einen kleinen Indikator wenigstens. Wo bin ich? Es ist einfach so dunkel. Es ist so unfassbar dunkel. Wo ist jetzt die Kerze? Ich habe die doch extra... Ich habe die Kerze extra hier hingestellt. Ist das euer Ernst? So. Oh mein Gott, ey. Es kann dann dadurch tatsächlich irgendwie auch noch mal ein bisschen eng werden. Sollte ich hier rückwärts gehen? Scheiße. So, scheiße. Komm ich jetzt hoch? Komme ich jetzt hoch? Ja. Ja, Gott sei Dank. Jetzt runter. Jetzt runter. Oh, shit. Jetzt. Jetzt habe ich es geschafft. Runter. Runter. Nee. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Wo sind die Kerzen? Ich habe doch hier eine Kerze hingestellt. Kann aber wohl nicht wahr sein. Okay, dann müssen wir es so machen. Und rein damit. Ja, jetzt bin ich echt mal gespannt. Ich bin so gespannt. Okay, da bin ich immer gegengelaufen, ja. Passt, passt. Mhm. Ziehe die Treppe. Ja, hier geht's hoch. Hier geht's hoch, dann geht's hier lang und dann raus. Nichts wie raus. Ist das ein Krampf?
Also ohne Taschenlampe, das ist schon echt hart. Ah, okay. Aber wir haben es überlebt. Wir haben es überlebt, wir haben ihn exorziert. Jetzt bin ich nur noch gespannt, ob es der richtige Geist war. Zack, bestätigen. So. Oh. So, ich drehe mich jetzt nach rechts. Ah, oh, das war der falsche. Der Iblis, das war doch der Iblis. Den hatte ich doch vorhin schon einmal. Den hatte ich doch vorhin schon einmal. Geister. Iblis. Okay, das mit dem Standort habe ich gemerkt. Er bewegt sich langsamer, wenn er sich seinem Ziel nähert. Geisterbox. Geisterbox. Wie um alles in der Welt. Ich verstehe das nicht. Ja, gut. Was soll's. Überlebt. Ein bisschen Kohle eingestrichen. Eine Erfahrung gemacht. Ich weiß nicht, ob ich das mit ohne Taschenlampe nochmal machen sollte. Ich denke mal, dass mit den Pillen bis zur ersten Jagd, ist, denke ich, probandes Mittel, dass man auf jeden Fall eine Jagd pro Run hat. Und ja, vielleicht schafft man es ja dann sogar noch, das Kruzifix zu saven in Zukunft. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen, auch wenn ihr vielleicht nicht allzu viel gesehen habt. Genauso wie ich. Es war einfach dunkel wie im Sack. Also, ja, habt noch einen spannenden Abend. Ich wünsche euch einen guten Start in die Woche. Macht's gut. Ciao.